Boah, du hast mich geschubst, verdammte Scheiße! Was mache ich denn jetzt? Steht er da drin? Morgen, Jungs. Ach was. Morgen, Jungs. Und Mädels. Wir arbeiten uns voran durch die History. SCP Containment Breach Retro Edition. Version 0.1.1. Mach mal mit, Intro. Ja, wobei, ja, das Intro ist ja im Prinzip bloß... Hat sich was gechanged? Du hast hier den Changelog vor dir? Ja, nee, mach mit Intro. Ja, edit the option to select graphics and audio device in the launcher. Das haben wir jetzt gesehen. Audio device ist ein bisschen kompliziert. Da gibt es OpenAL, Free Audio, Direct Sound. Ich weiß nicht, was am besten ist. Der hört sich voll an wie Darth Vader einfach nur. Nein, ich finde, das hört sich an wie Half-Life. Ich habe zwar Half-Life nicht gespielt, das habe ich im letzten Part schon gesagt, aber... Gut, ich habe es kurz angespielt auf der PS2 mal. Das kommt wohl irgendwie von hinten, kann das sein? Surround! Ja, da ist ein... Guck den mal an, wie der keine Textur einfach mal hat. Kommt mir das nur so vor? Oder kommt der Sound von hinten? Ich habe keine Ahnung, ich... Der Sound kommt von hinten, leck mich am Arsch. Das ist OpenAL, oder? Ich merke jetzt nichts, aber... So, das ist voll Surround, leck mich am Arsch. Aber irgendwie nur von hinten links, das ist komisch. What the fuck? Alter! Was war denn das jetzt? Eine fette Erschütterung hat es gegeben, als er da durchgerannt ist. Ist er wirklich gerannt? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ja, er war schnell. Dann jedenfalls fix der Bug. That occasionally stops the door from opening in the first room. Collision problems. Aha. Mal rechts. Fix the bug that made it possible to walk through walls in the first room. Dann, dass 173 nicht mehr durch Wände killen kann. Was wir aber nicht festgestellt haben. Ein paar Räume heller gemacht. Ich merke gerade, ich gehe mal ein bisschen fahrlässig in die Räume rein, aber naja. Och nee, komm, ich kann das doch nicht. Saving System gibt's jetzt. Ich komme nicht rein, oh Mann. Komm mit rein. Ja, und das war's eigentlich so, das nennt es. Boah, du hast mich geschubst, verdammte Scheiße! Was mache ich denn jetzt? Steht er da drin? Oh Gott! Oh Gott, ja, lock ihn raus. Schnell, schnell, fuck. Du hast mich geschmissen. Jetzt. Ich hoffe, es gibt keine Mausbugs in der Version. Ja, bis jetzt ja nicht. Gab es denn nur 6-7 Mausbugs? Ich glaube, da gab es noch, oder? Keine Ahnung. Irgendwann waren sie da und haben uns gestresst. Plötzlich. What the fuck? Du bist aber schnell, du Hund. Hat er sich geportet? Keine Ahnung. Ist da einfach aufgetaucht, Junge. Das war 106. Also irgendwie hat sich die Schwierigkeit jetzt... Exponentiell. Da sind wir wieder. Wir haben jetzt die Version 0.1.2 geladen. Fried. Ja. Und der Changelog, der ist jetzt nicht mehr so umfangreich. Zwei neue Räume, paar neue Texturen, neue Items, neue Soundeffekte. Kein neues Intro. Das Menü ist, skaliert jetzt mit jeder Auflösung angeblich. Toll, Wahnsinn. Press F3 for Surprise ist doch der Konsole-Ding, oder? Ja. Gab's vorher scheinbar noch nicht. Und fixed bugs in the saving system. Gutes Hammer-Feature. Ah ja, das sind jetzt die neuen Texturen, oder was? Könnt ihr alten eigentlich ganz gut. Okay. Pass auf. Ja, jetzt probier doch so einen Raum, wo ich rückwärts reinlaufe und dann... Ja. Sagt, macht... Guck mal, ob die Karte vielleicht da unten ist. New Items hat er ja geschrieben. Ich weiß nicht, ob es in der Version davor einfach keine Karten gab. Mach drauf, oder? Ja, das ist nicht. Spacko. Vorhin hat das gekonnt, als ich gespielt habe. Was ist denn?
ich spiele dich noch um. Ja. Hast du immer noch 5 Inventardinger, ja. Scheiße. Ja, das würde er schon reinschreiben, wenn er das angehört hat. Ja. Oder? Ja gut, damals gab es vielleicht einfach noch nicht so viele Items und keinen Grund, weshalb er mehr machen hätte sollen, können, müssen, wollen. Wisst schon. Ich hab da so voll Angst vor diesem Raum. Unbegründet eigentlich. Eigentlich unbegründet. Komm. Wir wissen nicht, ob ich hatte das traumatische Erlebnis mit dem Raum. Ist ja nicht so, als wäre ich dabei gewesen oder so. Warst du? Ich weiß es nicht. Nee, doch, wir haben es ja in der Folge gemacht. Da war ich klar dabei. Nein, wo der von oben runtergefallen ist. Das haben wir nicht auf Kamera. Echt nicht? Definitiv nicht. Oder? Ich glaube nicht. Alter, was ist denn das jetzt hier? Ich bin mir zu 80% sicher, dass wir das nicht auf Kamera haben. Ach ja, übrigens hier, der Ultramach soll doch mal hier eine Compilation machen, wo ich immer Prozent sage. Ach Schmarrn. Schau doch keiner. Ich find's lustig. Oder es soll eine Compilation machen. Nee, hat er nicht angekündigt, dass er von irgendwas eine Compilation machen will? Stimmt, er wollte irgendein Best-of oder so machen. Oder irgendwas anderes, ich weiß nicht. Hi, wir kommen da rein. Soll ich mal runter zu diesem Sarg? Ach so. Was es da macht? Warum macht es das schon kaputt? Wenn ja, drauf der schaut drauf, guck. Ah! Spaß. Ja, dann gehen wir runter. Aber da unten spawnt der 106er. Ja, ist wurscht. Wir können eh noch nicht durchspielen. Ich will jetzt nur mal gucken, was jetzt hier anders ist. Ja, willst du dich von dem töten lassen? Nein, ich versuche wegzukommen. Aber es ist halt schwierig hier. Okay, wir müssen hier weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt wirbelt sich der wieder hoch. Wenn er nicht halbwegs im Boden versunken ist. Ach, da kann ich mal rennen und drücken, wo ich abgeht. Da? Nee. Was tun sie? Hey, der verfolgt mich gar nicht, oder? Doch, jetzt. Fuck, von wo kommt denn der jetzt? Von unten. Wieso bin ich immer noch so klein? Schau mal. Ja, unten per Luftlinie. Vielleicht wirst du dann irgendwann in Chainflock. The player grow a little. Increased, oder? Size increased. Das wäre so der typische Wortlaut. Ja. Oh, increased a little. Hä, das geht voll schnell, den abzuhängen. Der war früher nicht so hartnäckig, schau mal. Fast nichts machen müssen. Aber dafür war er deadly, wahrscheinlich deswegen. Hm. So, da komme ich her. Na gut, ich weiß nicht, zumindest so 06, 07 rum. Ich glaube, da gab es so eine Possibility, ob er dich sofort tötet oder ob du in der Pocket Dimension landest. Okay, weiß ich gar nicht. Glaub schon. Manchmal, hallo? Manchmal war da Lethal. Oh, die Kamera hat mich gerade irgendwie schockiert. Ja, aber gab es früher auch nicht irgendwann SCP-096? Weil es ja hieß, dass das Phantom, was man jetzt von der Glocke sieht, ich dachte nicht, dass das ein ursprüngliches Model von SCP-096 ist. Vielleicht soll das das sein in dem einen Raum, keine Ahnung. Wie sowas. Ja, da hat er geflackert und ist sporadisch verschwunden. Ach, keine Ahnung. Hat einem ja nichts getan, gemacht. Oh Mann, kommen wir da runter? Ja. Ich finde es echt cooler mit der Treppe. Irgendwie schon. Hat was. Treppen sind ja schon allgemein ein bisschen los, gell? Okay, da geht's nicht weiter. Aber mir kam das so vor, als ob wir das schon mal gehabt haben irgendwie, weil ich verbinde mit dem Maintenance-Tunnel von der alten Version, die wir irgendwann mal gespielt haben, so eine schiefe Ebene irgendwie so. Dass es das so runterging. Ja, ich dachte dem Ding. Im Tunnel, ja. So kam es mir vor, oder nicht? Ja, so kam es mir nämlich auch vor. Ich bin mal gespannt, wann wir da dazu kommen. In irgendeiner Version, ja. Müssen so 04, 05 sein. Oh, was machst denn du ständig? Das hatten wir das letzte Mal schon mal. Corrupted. Nein. Es geht. Jetzt geht's wieder. Da kommt er. Was ist los mit ihm? Moonwalk.
gestreift. Das ist abgehängt. Das war easy. So, Alter. Oh, wir haben die Karte. Level 2 sogar. Er steht doch da. Ja. Der blockt dich sogar. Hä? Level hast du gerade gesehen? Ja, hast du gerade gesehen, blockt plötzlich ganz nah dran. So, bam. Nee, keine Ahnung. Cool. Ich kann dir die Items einfach hinschmeißen. Vor allem sind die Karten voll riesig, oder? Hä, was war denn der? Guck mal, wie groß die Karten sind. Ja gut, wenn sie am Boden liegen. Weil wir so nah, nein, weil wir so ja. Unten, weit unten sind. Ja, ja. Schnauze. Alter, der ist irgendwie, der dreht sich schneller. Hypersensitiv. Ja. Was mach ich mal? Was du willst. Geht eh nicht weiter. Ja, bitte knapp ab. 18 schon. Ja, gut, musst du das Ding abziehen, wo wir die Wissen runtergeladen haben. Ja. Was, so lang geht es noch nicht. Was sind das, 5 Minuten oder was? So, nochmal fein. Fein. Das ist so eine Pokémon-Tauschmaschine auch. Naja. Nicht ganz. Was tun sie denn? Guck mal, es geht unendlich weit. Wollen wir es mal weiter probieren? Vielleicht kriegt man dann einfach Omni irgendwann. Ja. Fein, fein. Und dann aber jetzt kommen 2 Scheißkarten raus. Dann breche ich ab. Ja, was bringen Karten denn überhaupt? Außer diesen Raum mit den. Mit dem Ding? Jay? Ja, in der alten Version wahrscheinlich gar nichts, ja. Alter, guck mal, du kannst echt unendlich machen. Ja, komm, du mach nochmal jetzt. Ja, was passiert denn dann? Hast du eine Level 5 in der Omni? Meinst du? Wäre lustig. Ja, ich hab so zu 70%. Ja. 75, komm mal. 75. Ich erhöhe. Das Blut? Ja. Okay. Also. Geil! Brauchen noch irgendwas? Nö. Gasmask, super, Ultimate. Achso, jetzt muss ich da wieder runter? Ja. Aber diesen einen Raum da gab es da noch nicht, oder? Echt? Achso, in der Pille? Ja, da wo die Pille ist, herstellt. Nee, ich hab überall hinten geschaut, da war nix. Der ist auch linear aufgebaut. Also klar, hier ist immer so eine kurze Sackgasse, aber. Aber es geht nicht mehr im Kreis außer nee, unsere. Ja. Sind noch blau und grün. Ja. So schön. Irgendwie schon, ne? Sind irgendwie so. Es passt besser. So blasse Farben, aber. Ja. Passt aber. Es passt. Es passt. Und schon bin ich wieder draußen. Komm, ey, wir machen unsere eigene Mod. Das sah gerade aus wie ein Auge. Ja. Wir machen unsere eigene Mod. Wir brauchen uns die besten Sachen von allen Versionen. Zusammen. Da muss halt einer Blitz 3D können. Kann ich nicht. Alex B machen. Und du bist doch hier der Vollinformatiker, mach mal. Ja, genau. Ich studiere sogar. Medieninformatik, aber das. Geht dann doch über deine Kompetenzen hinaus. Ja, und Lust habe ich auch keine. Ja, super. Bin ich da jetzt richtig? Geh einfach. Oh. Was denn? Ist da nett. Ja, ich war kurz vom Blinzeln, wenn er da gewesen ja, wäre. Ja, dann wär's jetzt vorbei. Hätt's auch nichts dran ändern können. Und die Maske weg. Stimmt. Ja, was ist ein Room? Noch gar nicht. Ein Egg Room? Noch gar nicht. Den gibt's auch gar nicht mehr. Ei, was ist das? Engländer denken jetzt, ich hab Eierraum gesagt. Ja. Das ist echt voll. Durchgraced, aber okay. Der Sound ist auch richtig geil. Ja, ja. Ja, was ist denn jetzt hier? Ich komme eh nicht weiter. Das ist ja witzlos. Von den neuen Sounds finde ich nur den Tesla-Sound geil. Voll tief. Oh, den haben wir noch gar nicht. Geht's da auch drin? Nee, ne? Nee. Dann brauchst du die Hand. Ich würde da gerne mal runterjumpen. Das ist ein bisschen tödlich.
Kannst du mal gucken, ob es da schon dieses Event da mit dem Gas gab. Aber ich glaube nicht. Meinst du? Ich glaube, Nicht immer, oder? das gab es auch nicht bei der alten Version, oder? Doch, schon. Was soll das überhaupt? Keine Ahnung. Das muss ich kapieren. Kann man vielleicht damit dieses SCP killen? Das ist vielleicht in seinem Gehege hier. Seine Containment Chamber. Okay, willkommen. Ja, aber Betäuben so. als wir einmal von 096 verfolgt wurden, bin ich ja da reingerannt. Da hat er kurz Und so einen Spackgang. ja, dann ist er dann im Gas eben stehen geblieben und hat sich so das Gesicht behalten. Eigentlich ist das damit zu tun hat, aber das macht er ab und zu mal. Weiß ich nicht. Ach Mann, jetzt geht's hier nicht weiter. Jetzt abbrechen. Ja. Also wir haben jetzt. Was haben wir Neues gesehen? Den Sarg, Ja, den vielleicht da. sind es diese großen roten Endwurms dann jetzt. Ja. Ja gut, dann Genug für heute. ist es an der Stelle leider vorbei. Das haben wir noch nie gemacht, oder? Einfach aufgehört, ohne dass Ja wir. gut, wenn es kein Ende gibt, dann Ja. gut, dann spielen bis du halt stirbst. Aber das, na, das ist witzlos, weil es ist echt schwer zu Ja, aber jetzt spielen. im Gegensatz zur letzten Version gab es jetzt auch nicht unbedingt viel Neues zu sehen. Gut, wir haben jetzt Karten gefunden. Karten, dann den Raum. Aber wir wissen nicht, ob es die Karten in Version 01 noch nicht gab. Wir haben keine gefunden. Aber im Chat steht ja bei 012 added some new items. Vielleicht sind die Karten wirklich neu, ja. Man weiß es nicht. Vielleicht weiß jemand von euch genaueres. Ansonsten like Schreibt's das Video, in wenn die es euch gefallen Kommentare. hat. Abonniert den Channel. Und bleibt wie immer geschmeidig. Bis zum nächsten Video. Tschüss.